In Gottes Buch und seid aufmerksam in Weisheit, um das Heilige Evangelium zu hören. Lesung aus dem Heiligen Evangelium nach Markus, dem Evangelisten, sein Segen sei mit uns. Amen. Aus dem Psalmen und Liedern unseres Lehrers David, des Propheten und Königs, sein Segen sei mit uns allen. Amen. Er kennt, der Herr allein ist Gott, er hat uns geschaffen, wir sind sein Eigentum, sein Volk und die Herde seiner Weide. Halleluja. Sie sollen ihn in der Gemeinde des Volkes rühmen, ihn loben im Kreise der Alten, denn er vermehrt ihre Sippe einer Erde gleich. Der hat geschworen und nie wird's ihn reuen, du bist Priester auf ewig nach der Ordnung Melchisedeks. Der Herr steht dir zur Seite, oder ehrwürdiger Vater, unser Patriarch, Papst Ambatodorus II. Und zur Seite unseres Vaters, des Bischofs Amba Kirellus, und zur Seite unseres Vaters, des Bischofs Amba Gabriel, der Herr beschütze uns euer Leben. Amen. Alleluia. Gepriesen sei er, der kommt im Namen des Herrn, alle Mächte, unser Herr, unser Gott und unser aller Erlöser. Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes, ihm sei Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Als sich Jesus wieder auf den Weg machte, lief ein Mann auf ihn zu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Jesus antwortete, warum nennst du mich gut? Niemand ist gut außer Gott dem einen. Du kennst doch die Gebote, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch aussagen, du sollst keinen Raub begehen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er erwiderte ihm, Meister, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Da sah ihn Jesus an und weil er ihn liebte, sagte er, eines fehlt dir noch. Geh, verkaufe, was du hast, gib das der Geld den Armen und du wirst einen bleibenden Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Der Mann aber war betrübt, als er das hörte, und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Da sah Jesus seine Jünger an und sagte zu ihnen, wie schwer ist es für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Die Jünger waren aber über seine Worte bestürzt. Jesus aber sagte noch einmal zu ihnen, meine Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Sie aber erschraken noch mehr und sagten zueinander, wer kann dann noch gerettet werden? Jesus sah sie an und sagte, für Menschen ist das unmöglich, aber nicht für Gott. Denn für Gott ist alles möglich, da sagte Petrus zu ihm, du weißt, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus antwortete, Amen, ich sage euch, jeder, der um meinetwillen und um des Evangeliums willen Haus oder Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker verlassen hat, wird das Hundertfache dafür empfangen. Jetzt in dieser Zeit wird er Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker erhalten, wenn auch unter Verfolgungen, und in der kommenden Welt das ewige Leben. Viele aber, die jetzt die Ersten sind, werden dann die Letzten sein. Und die Letzten werden die Ersten sein. Ehre sei Gott in alle Ewigkeit.